Games führt eine neue Möglichkeit ein, wie ihr Autos in GTA Online ab heute deutlich günstiger bekommen könnt. Außerdem gibt es diese Woche 3 Gratis-Autos in GTA Online, das und vieles mehr gibt's im heutigen Eventwochenvideo auf diesem Kanal hier auf Julex. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal rein mit den Missionen, auf welche wir bis zum 20. März, also bis nächste Woche, in GTA Online doppelt Geld und doppelt RP bekommen. Und zwar sind das alle Vorbereitungsmissionen vom Clackenbell Überfall, welchen wir ja letzte Woche in GTA Online bekommen haben. Außerdem auf alle Drag-Rennen und auf den Gegnermodus Running Back. Rabatte gibt es diese Woche selbstverständlich auch, und zwar 30% Rabatt auf die Nagasaki Outlaw und auf die Shizu Defiler. 25% Rabatt gibt es auf den Bravado Dorado, auf den Declass Impala LX, den Declass Figaro ZX Cabrio und auf den Rapid Leutchen oder so ähnlich. Das ist aber nicht alles, denn es gibt natürlich auch Rabatte auf Waffen beim Gunvan, und zwar 40% Rabatt auf die Kampfschrotflinte und 50% Rabatt, allerdings nur für alle GTA Plus Mitglieder, auf die Pistole .50. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt diese Woche auch mal wieder ein paar Gratis-Fahrzeuge in GTA Online, und zwar läuft aktuell noch diese Aktion, von der ich euch ja bereits berichtet habe, über den Obey 8F, den ihr euch kostenlos auf der Webseite von Rockstar Games abholen könnt. Wie das genau funktioniert, habe ich ja bereits hier im eigenen Video besprochen. Ich verlinke es euch sehr, sehr gerne mal oben rechts in der Infokarte. Checkt das definitiv ab, weil der 8F Drafter ist ein sehr, sehr geiles Auto in GTA Online. Ist zwar jetzt nicht so übermäßig teuer, aber trotzdem, wo man sparen kann, ist immer gut. Und wenn das Auto komplett gratis ist, ist es natürlich sehr, sehr nice. Abgesehen davon haben wir im Casino auch noch den Pegassi Osiris, den wir gratis bekommen können. Und wenn ihr jetzt sagt, hä, Casino ist ja nicht gratis, ja Glück. Naja, muss ich sagen, naja, so halbwegs. Denn mit dem richtigen Trick könnt ihr das Auto jedes Mal zuverlässig gratis bekommen. Auch dazu habe ich bereits mal ein Video hochgeladen. Schaut euch das sehr, sehr gerne an, falls ihr noch Hilfe braucht. Auch das habe ich euch mal oben rechts verlinkt. Und dann haben wir noch zu guter Letzt das Preisfahrzeug diese Woche im LSK-Meet. Und zwar ist es der Rapid Cliquet Wagon. Um den zu bekommen, müssen wir einfach 3 Tage in Folge in die Top 5 in einem LSK-Meet-Rennen kommen. Eine neue wöchentliche Herausforderung gibt es diese Woche auch. Und zwar müssen wir 50.000 Dollar als Mitarbeiter oder Bodyguard verdienen, um 100.000 Dollar geschenkt zu bekommen, sowie die Clackenbell Kappe. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, es gibt eine neue Möglichkeit, Autos deutlich günstiger zu bekommen in GTA Online, die heute komplett neu startet. Und zwar bezieht sich das Ganze auf die neuen Schrottplatzheists. Denn hier haben wir 3 neue. Einmal haben wir den McTony-Raub, das ist das mit dem U-Boot. Der verbirgt sich hinter dem Fister Comet S2 Cabrio. Den Duggan-Raub, das ist der mit der Arena. Hinter dem Jubilee versteckt er sich. Und dann hätten wir noch den Gangbanger-Raub, das ist der Polizeiüberfall hinter dem Tequim Miller. Die Besonderheit ist diese Woche, wenn ihr mal den McTony-Raub macht, also den Comet S2 Cabrio stehlt, dann könnt ihr das Ding zwar nicht kostenlos bekommen, aber anstatt das Auto wie gewohnt zu verkaufen und damit Geld zu verdienen, könnt ihr es gegen eine kleine Gebühr kaufen, beziehungsweise wenn ihr die Dokumentenfälscherei besitzt, das ist ein MC-Unternehmen, dann gibt es auch nochmal einen Rabatt und ihr könnt das Auto für wenig Geld behalten. Wie hoch die Gebühr genau ausfällt, kann ich euch jetzt zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen, da müssen wir mal warten, bis die Eventwoche wirklich live ist, heute um 10.30 Uhr und dann wissen wir da mehr. Trotzdem an sich eine ganz lustige Sache, dass wenn ihr ein Auto klaut, auch noch Geld dafür bezahlen müsst, um das Auto behalten zu dürfen. Ich meine, dass es ein bisschen was kostet und dass man irgendwie nochmal einen Vorteil hat, wenn man die Dokumentenfälscherei hat, finde ich logisch, weil irgendwie wollt ihr ja das Auto legal in Anführungszeichen in eure Garage stellen und wenn ihr das Auto geklaut habt, müsst ihr irgendwie Papiere dafür bekommen und dafür braucht ihr eine Dokumentenfälscherei. Das finde ich eigentlich ganz cool. Die Frage ist dann natürlich jetzt, wie hoch fällt diese Gebühr aus? Wenn es jetzt ein paar Millionen sind, dann finde ich es irgendwie unrealistisch. Wenn es jetzt 50.000 sind oder sowas, dann finde ich das eine faire und realistische Sache. Ich meine, ihr habt ja letztendlich auch den Heist gemacht, um dieses Auto zu bekommen, nicht wahr? Und wenn wir es gerade schon von der Anwendung von schnellen Autos haben, dann jetzt mal aufgepasst, denn es gibt mal wieder ein paar besondere Rennen in GTA, und zwar das neue Premium-Rennen nennt sich Downtown Underground, das neue Zeitrennen Cypress Flats, das neue HSW-Zeitrennen Sandy Shores nach La Puerta und natürlich auch in unseren ganzen Autohäusern stehen neue Fahrzeuge zum Testen bereit. Einmal bei Simeon hätten wir den Hermes, den Dinka Jester als Rennversion, den Cognoscenti gepanzert, die Avarus und den Redtune. Im Luxury-Autohaus steht der Terminus und der Turismo Omaggio. Als Testfahrzeuge im LSK mit hätten wir den RE7B, den ET R1 und den Comet SR.
und als Premium-Testfahrzeug HSW hätten wir den Vigero ZX Cabrio. Wenn ihr mich nach meiner persönlichen Meinung über die Eventore fragt, dann muss ich sagen, naja, ist so mittelmäßig bzw. eher ein bisschen ernüchternd. Aber war auch absehbar, nachdem wir letzte Woche eben den zweiten Teil vom Chop-Shop-Update bekommen haben, als Mega-Eventwochen-Update sozusagen. Also für eine Eventwoche sehr, sehr groß, ein kleines Update, aber für eine Eventwoche halt sehr krass. War eigentlich klar, dass diese Woche jetzt mal ein bisschen entspannter ausfällt. Nächste Woche hoffentlich dann wieder ein bisschen mehr. Trotzdem sollte man darauf aufmerksam machen, dass einfach die Drag-Rennen sehr, sehr cool sind mit doppelt Geld. Bringen sie zwar einen jetzt nicht an die Millionen ran, aber trotzdem besser als nichts und kann man mal durchaus machen. Und auch auf die Vorbereitungsmission vom Klackenball-Überfall. Doppelt Geld ist natürlich gut, wenn man eben noch auf den Karrieremodus schwitzt und mit seinen Kumpels zusammenspielen will. Aber wenn es euch darum geht, ganz ehrlich, nehmt den Trick, den ich euch auf dem Zweitkanal gezeigt habe, wo ihr das Finale immer und immer wieder spielen könnt und das ohne die Vorbereitung machen zu müssen und ohne Cooldown-Zeit. Und dann habt ihr halt diese 5 Millionen für den Karrieremodus auch sehr, sehr, sehr schnell zusammen. Auch das Video verlinke ich euch natürlich mal oben rechts. Irgendwie wird das Video der Verlinkungen heute. Ansonsten den 8F kostenlos abholen, das kann man definitiv mal machen. Und ja, die Eventwoche ist einfach diese Woche nicht so krass. Lag einfach daran oder liegt daran, dass letzte Woche halt umso besser war. Nutzt vielleicht mal die Woche, um eure Garagen auszumisten. Das werde ich definitiv mal machen. Wir haben gestern Abend im Livestream ja schon angefangen. Ich werde es die Tage weitermachen, dass wir einfach mal alle Garagen durchgehen und Autos verkaufen und verschrotten. Weil es ist einfach über die Zeit so viel zusammengekommen von Autos, die man nie fährt und was einfach nur Platzverschwendung ist und das Ganze unübersichtlich macht. Deswegen, ich werde jetzt auf jeden Fall die Tage mal nutzen, meine Garage auszumisten. Was machst du in einer Event, wo wenig los ist? Schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Morgen kommt auch ein Video mit neuen GTA 6 News, weil die sind wirklich, wirklich interessant und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, mal mit einem Abo mit am Start zu bleiben. Und dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne gratis einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit all euren Freunden, wenn ihr Fragen oder so habt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.